Schön, euch zu sehen, Tifa und Cloud. Einmal im Jahr kommen wir hierher, um die Sonne und das Meer zu genießen. Nichts geht über ein Training unter freiem Himmel. Wie sieht's aus? Willst du mitmachen? Gern. Ich hatte schon längere Zeit Lust, mal wieder zu trainieren. Du bist immer herzlich eingeladen, dich uns anzuschließen. Lass deine Muskeln nach Lust und Laune spielen. Wirklich? Das Angebot nehme ich gern an. Übrigens, Cloud, weißt du eigentlich, worauf es beim Krafttraining besonders ankommt? Korrekt. Wer seinen Körper modellieren will, braucht dafür ordentlich Knetmasse. Erst schwitzen, dann spachteln und wieder von vorn, lautet das Motto auf dem Weg zu einem perfekten Body. Gut, kommen wir zur Sache. Ich habe ja erwähnt, dass wir deine Hilfe brauchen. Hier in der Nähe lungern ständig Ungeheuer herum. Könntest du dich um die kümmern? Wenn's sein muss, kein Problem. Danke. Ein sicheres Umfeld, in dem man sich voll und ganz seiner Muskelpflege widmen kann, ist fürs Training nämlich existenziell. Die ultimative Erholung. Schnell raus hier. So. Hier sollen wir Monster besiegen. Schauen wir mal, wen es zu verkloppen gibt. Scheint dich drauf zu freuen. Klar doch. Etwas Bewegung kommt mir gerade recht. Hast dich seit damals echt verändert. Dann kanntest du mich aber schlecht. Das war's. Eises wachsen. Das war's. Und tschüss. Es geht oder nie. Keinen Kopf. Auf Nummer sich. Und wegschmerzen. Nimm das! Mit Steaks kann man nichts falsch machen. Was ist? Ach, nichts. Ich habe nur überlegt, welches Menü nach einem Krafttraining das beste ist. Hast du dir auch die ganzen Menüs im siebten Himmel ausgedacht? Die Hälfte hatte ich vom Vorbesitzer übernommen. Der Rest war von mir. Ich hätte gern mehr bei dir gegessen. Und ich hätte gern mehr für dich gekocht. Okay, das war Nummer eins. Oh no, keine Psychoquallen, bitte. Und eine Monster. Ich werde jetzt nochmal kurz durchlaufen, aber nein. Gut. Ja, ich werde auch nur zu den Questviechers, oder? Das war's! Das war der Feuer. Feuer! Ziemlich schwach! Und tschüss! Komm nicht! Aua! Aufwache ist ja. Und wir gleich schon die nächste Schaumblase. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Und los! Haben wir einen Wachmacher. Fang auf! Arbeiten wir im Team! Dein Einsatz! Jetzt erst recht! Tschüss! So, eisige Verkettung. Sehr gut. Hallo? Volle Kraft! Das war's!
noch eine eisige Verkettung. Achso. Es ist vorbei. Und tschüss. Eis. Erfriere. Jetzt oder nie. Was? Keinen Kopf. Und weg damit. Genug. Bist du eigentlich wählerisch, was dein Essen angeht? Bei Soldat wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ich war früher ziemlich wählerisch. Hätte ich nicht gedacht. Doch, doch. Aber jetzt nicht mehr. In den Slums kann man sich das nicht leisten. Wie sieht's mit Krabbenfleisch aus? Nicht wirklich. Ah, wir sind zu weit weg. Bin auch kein Fan. So. Jetzt ist ja dieses Schatzareal. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ich bin zu weit unten. Heck. Sind noch welche? Ach, wieder so eine Psychoqualle mit bei. Ach. So, Feuer auf die Qualle. Brenne! Ziemlich schwach! Und tschüss! Und tschüss! Nein, 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 nein. Oh. Nicht jetzt. Jetzt oder nie. Ja, und tschüss. Komm runter. Bei Soldat eigentlich so aufgetischt bekommen? Vor allem Sachen mit hohem Nährwert. An den Geschmack will ich lieber nicht erinnert werden. Du solltest dein Gesicht sehen. Tja, tiefer. Was denn? Wir wurden als Kinder mit dem Essen in Nibelheim ganz schön verwöhnt. Das stimmt. Bei uns gab's nicht nur frische Zutaten, sondern auch viele gute Köche. Wie weit darf ich denn bis da? Irgendwie bei dem Chocobo-Dings fehlt mir noch eins. Jetzt würde ich jetzt vermuten, so von der Distanz hier würde ich jetzt irgendwo sagen, müsste noch einer sein. Aber da ist nichts. Also rein von der Distanz her wäre es logisch, wenn hier jetzt irgendwo noch welche wären. Aber wie sie sehen, sehen sie nichts. Hier ist ja dann auch schon fast wieder vorbei. Also wenn, dann müsste ich sie hier ja sehen. Habe ich erst noch welche? Ah! Und tschüss! Sehr gut!
Stufe gestiegen. Das Hagel! Kann keinen kommen! Es ist vorbei! Na? Puh, endlich geschafft. Dann mal zurück zu Jinan. Perfekt, sehr gut. Monster gekillt. Quest vorbei, hoffentlich. I don't know, mal gucken. Jetzt muss man den Tiefen. Cloud, Tifa, da seid ihr ja wieder. Habt gehört, ihr habt euch um die Ungeheuer gekümmert? Vielen Dank. Jetzt können wir uns wieder voll und ganz aufs Training konzentrieren. Sag nicht, dass du die legendäre Tifa bist, die die Jungs hier bei den Klimmzügen knallhart abserviert hat. Also bitte! Ist doch Schnee von gestern. Aber es stimmt doch, oder? Also bist du es wirklich? Du bist ein Riesenvorbild für mich. Wegen dir habe ich überhaupt erst mit Krafttraining angefangen. Ach so? Und nicht nur ich. Schau doch, sie alle haben sich wegen dir hier angemeldet. Amina hat recht. Dank dir haben sich auf einmal wahnsinnig viele Frauen bei uns angemeldet. Dafür sind wir dir echt dankbar. Aber ich habe doch eigentlich gar nichts. Bloß keine falsche Bescheidenheit. Du bist der absolute Hammer. Ich möchte dich zu einer Runde Sit-Ups herausfordern. Tja, also... Sie hat lange darauf hingearbeitet, um sich eines Tages mit dir messen zu können. Tu ihr doch bitte den Gefallen. Vielleicht kann ich dich ja hiermit ködern. Falls du gegen Amina gewinnst, gibt's noch einen kleinen Extra-Bonus. Na, was sagst du? Aha. Na dann. Boah, bin ich aufgeregt. Echt der Wahnsinn. Geballte Muskelpower. Kann mich gar nicht satt sehen. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Ach, Flapdachs, okay. Komm, einer. Vorbildlich. Das stellt alles in den Schatten. Perfekt. Ja, weiter so. Diese Energie. Diese Muskelberge, der absolute Hammer. Ihr seid beide unglaublich. Heiliger Waschbrettbauch. Hinreißend. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Mhm. Gott im Himmel. Muss ich das erneut machen? Nein, danke. Ich würde gern nochmal gegen dich antreten, Tifa. Los, Leute! Wir schmettern die Bibel. Oh, muss ich? Ich bin jederzeit bereit. Ach. So ein Müll. Halt dich ja nicht zurück, okay? Traumhaft. Echt der Wahnsinn. Geballte Muskelpower. Hinreißend. Das stellt alles in den Schatten. Vorbildlich. Kann mich gar nicht satt sehen. Geballte Muskelpower. Perfekt. Ja,
Ihr seid beide unglaublich. Diese Energie. Hinreißend. Heiliger Waschbrettbau. Muskelkater ist dir wohl ein Fremdwort. Perfekt. Vorbildlich. Okay, Gott, war ich gerade konzentriert. Wow, du bist wirklich der Wahnsinn. Ziemlich gutes Training. 29 zu 17. Du bist einfach unschlagbar. Du hast es mir aber nicht leicht gemacht. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich dich bewundere. Und nicht nur ich. Muskelkraft und Anmut werden einem nicht in die Wiege gelegt. Du hast sie dir hart erarbeitet. Und wir alle werden dir nacheifern. Ich finde ja nicht, dass... Danke. Das ist ein schönes Kompliment. Du, Tifa, sag mal... Also... Dürfte ich dich vielleicht bitten, mein Coach zu werden? Hä? Ich? Aber... Du würdest uns einen großen Gefallen tun. Vielleicht hast du ja ab und zu Zeit, um vorbeizukommen, um mit Amina zu trainieren. Was meinst du? Spricht was dagegen? Vielleicht kann ich dir ja wirklich den einen oder anderen Kniff zeigen. Danke, Tifa! Ich als Coach? Könnte lustig werden. Wunderbar. Und hier ist eure Belohnung. Hab wie versprochen noch etwas draufgelegt. Ehrensache. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, hier mit uns zu trainieren, okay? Oh, von meinem Tiefer hat sich verändert. Kannst nun Senwan zum Duell herausfordern? Ah, nee, muss nicht sein. Gut, damit haben wir alle Quests und Sidequests und Gedönsdingens fertig. Das heißt, ab nach Costa del Sol. So, weg da. Nein. So. Dann erstatten wir mal Bericht wegen des Fotos. Na, muss ich durch. Wo bin ich hier? Oh je, hier geht's. Diesen Johnny sieht man. Ich finde. Jo. Das sieht doch wirklich nach dem schönsten Fotomotiv in dieser Gegend aus. Ich danke dir. Beeindruckend. Du hast es inzwischen zum Fotofachmann gebracht. Dein geschultes Auge für die richtigen Motive ist mittlerweile das Gesprächsthema unter den Fotograffreunden. Ich sollte mich wohl langsam vorsehen. Sonst übertriffst du am Ende sogar noch mich. Da läuft ja gar nicht schlecht, wenn du mich fragst. Die ganzen Johnnies, die hier arbeiten. Mist. Ich sollte doch... Bruder! Alle meine Jungs sind wieder da! Hab gehört, was du Großartiges geleistet hast. Ich schulde dir was, Mann. Und jetzt? Soll ich sie alle wieder verschwinden lassen? Moment! Warte noch! Der Umbau des Hotels ist gerade in vollem Gang. Ich hätte sonst echt Personalmangel. Außerdem will ich das ganz alleine schaffen. Nur ich. Und ich. Und ich. Stimmt's, Jungs? Genau! Hab euch doch gesagt, dass mein Hotel das Beste in ganz Costa del Sol wird. Ach, was sag ich? Das Weltbeste! Und deswegen brauche ich noch etwas Zeit. Na? Willkommen in Johnnys neuem Strandhotel! Ja, gar nicht schlecht aus.
was meinst du, Bruder? Hätt's fast nicht wiedererkannt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Sehr richtig. Und bedank dich auch bei den Jungs. Ohne meine Ninja-Künste wärst du aufgeschmissen gewesen. Ich danke euch, Jungs. Ach, komm schon. Auf uns Johnnies kann man schließlich bauen, oder? Genau, versteht sich doch von selbst. Das Strandhotel ist uns aller zu Hause. Und ohne dich wäre hier gar nichts gelaufen. Du bist ein großartiger Anführer. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Ja, wir Johnnies halten zusammen. Gemeinsam können wir alles überwinden. Was das angeht... Das Strandhotel ist ja jetzt fertiggestellt. Wir werden uns also so langsam verabschieden. Was? Den Rest musst du allein schaffen, Johnny. Johnny? Johnny, du packst das auch ohne uns. Johnny? Mach's gut, Johnny! Johnny! Am Anfang fand ich ihr ständiges Gebrabbel einfach nur schrecklich nervig. Aber nach einer Weile sind sie mir unglaublich ans Herz gewachsen. Mist. Sie fehlen mir jetzt schon. Lässt dich davon aber nicht unterkriegen, oder? Bruder. Du stehst doch gerade erst am Anfang. Recht hast du. Wir haben dieses Hotel gemeinsam aufgebaut. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass es ordentlich läuft. Das bin ich den anderen schuldig. Oh, nichts kann mich aufhalten! Einer von dir ist mehr als genug. Du bringst mich in Verlegenheit. Karte, die Johnnies. Oh, stimmt ja. Ich habe Platz geschaffen, um deine Sammlung auszustellen. Mm. Solltest du irgendwo seltene oder besondere Gegenstände finden, bring sie gern zu mir. Ich revanchiere mich natürlich entsprechend, wenn ich sie hier ausstellen darf. Ich sag's dir. Irgendwann stehe ich mit meinem Strandhotel an der Spitze der Welt. Jeder, der hier einkehrt, kann sich auf Gastfreundlichkeit und den stets gleichen Komfort freuen. Hm. So wahr ich hier stehe. Wagt es ja nicht, woanders zu übernachten, wenn ihr in Costa del Sol seid. Fühlt euch immer wie zu Hause hier. Okay. Gewinne Minispiele oder erfülle verschiedene Aufgaben, um Exponate für die Ausstellung in Johnnys Hotel zu bekommen. Mhm. Johnnys Ein-Sterne-Hotel. Oh, schon etwas dabei, das du ausstellen willst? Mhm. Bring it home, bro. Thanks a bunch, bro. Ach Gott im Himmel. Ah, ist schon irgendwie ein bisschen knuffig. Wüstenschlitzer. East Battleground. Okay. 28 von 88. Ich habe ja von Kunst keine Ahnung, aber beeindruckend ist das schon. Oh, der alte Speicherpunkt. Wie süß ist das denn? Eine so ansprechende Einrichtung. Ui. Was? Oh. Waffen. Aerith. Aha. Barret Armor. Unsere Waffen. So, Cloud. Sind denn die Sachen von... Sind halt tatsächlich sogar Schwerter dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Aber gut. Die Exponate in Johnnys Hotel sollen Leihgaben eines Freundes sein. Tifa, okay. Na, und das sind die Handschuhe von Tifa. Eine so
ist doch wirklich einladend. Hast du etwas Besonderes dabei? Gut, okay. Dann. Wow. Dieser Ort ist ja wirklich kaum wiederzuerkennen. Dieses Hotel gleicht sich immer mehr. Ah, wir müssen nicht mehr dadurch. Sehr gut. Wichtig, dass wir uns da nicht mehr durchquetschen müssen. Gut. Gibt es eine Kampf? Und jetzt sind wir eigentlich durch. So. Wo ist denn die andere? Ich hatte doch noch eine Sidequest, oder nicht? Ach ja, da oben. Zack. Auf nach Nord Coral. Die Wüste ist dermaßen öde. Ich krieg. Komm raus! Wo bist du, Schwanzi? Chip. Okay. Gut, aber dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, reingehauen. Ciao, ciao.